Hallöchen zusammen, da bin ich wieder und ich freue mich, dass ihr auch wieder hier seid bei mir und meiner Nail-Fantasie. Heute gibt es den zweiten Teil von den Madame Glam Swatches. Wir schauen uns ein Smoothie-Glitter an, Virgin Colada und ein Chrom-Polo-Puder, A Dream Come True. Und wenn ihr gerne sehen wollt, wie das auf meinen Nägeln aussieht, dann bleibt schön dran. Catherine from Madame Glam hat mir ja verschiedene Produkte geschickt. Die zwei haben wir uns schon angeschaut. Den Chameleon Farbwechsel Lack Grey Day und einen wunderschönen normalen Gel Lack Kind of Wonderful. Das Video von den Lacken, Swatch Video, hänge ich euch natürlich wie immer hinten dran, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und heute schauen wir uns an einen Glitter Smoothie Gel Collection ist das. Virgin Colada ist also auch ein Gel-Lack Glitter. Und hier kann man also schon mal ein bisschen was sehen. Das sind kleine goldene Glitter mit großen hell- und dunkel-pinkfarbenen Glitterteilchen drin, rund. Sehr, sehr schön. Natürlich linke ich euch alle Links wie immer unten in die Beschreibung rein. Ich habe auch einen 30% Rabattcode. Auch den gibt es unten in der Videobeschreibung. Da gibt es auch einen bestimmten Link, den ihr dann beim Checkout benutzen solltet, wenn ihr diesen 30% Rabattcode benutzen wollt. Bitte in der Videobeschreibung unten schauen. Da gibt es alle Infos dazu. Dann haben wir heute noch ein holographisches Puder. Und wenn ich das hier so drehe, könnt ihr schon den Regenbogen sehen. Das ist ein holographisches Chrompuder, so heißt es zumindest auf der Webseite. Das heißt A Dream Come True. Und es wird hier empfohlen, natürlich das auf Gellacken zu machen. Das werden wir gleich testen. Man kann das also auf schwarzem Gellack machen. Das hat immer den schönsten Effekt. Zuerst einen Basecoat auftragen, dann ein oder zwei Schichten von eurem schwarzen Gellack oder eine andere Farbe. Ich werde also heute verschiedene Farben ausprobieren, damit ihr seht, wie der Effekt ist. Dann gibt es eine Schicht von einem Gel No Vibe Top Coat, also ein Top Coat ohne Schwitzschicht. Und dann wird das Chromgel, holographische Chromgel, aufgetragen mit so einem kleinen Lidschatten-Applicator. Das zeige ich euch gleich. Dann gibt es nochmal einen No Vibe Topcoat oben drüber. Man kann das Ganze auch mit regulärem Lack machen. Dann muss man aber zum Schluss einen auf Wasserbasis funktionierenden Topcoat benutzen, weil sonst der schöne Effekt verloren geht. Das habe ich schon oft genug gezeigt, wie ich das mit normalen Lacke mache. Heute machen wir es mal mit Gel-Lacken. Ich habe hier einen dunklen, also einen schwarzen Hintergrund. Dann habe ich einen weißen Hintergrund. Dann habe ich hier den Kind of Wonderful. Und ich habe hier den Chameleon, den Grey Day. Dasselbe machen wir hier mit dem Virgin Colada Glitter. Da habe ich also auch einen schwarzen, einen weißen Hintergrund, den Kind of Wonderful und den Grey Day. Und dann schauen wir uns aus. Ja klar, wir schauen uns aus. Wir schauen uns an, wie der auf den verschiedenen Hintergrundfarben aussieht. Und ich trage das jetzt direkt auf. Ihr dürft zuschauen. Wie immer lasse ich das schneller laufen. Also zurücklehnen, entspannen, was zu trinken holen. Und wir sehen uns hinterher mit meinen fertigen Nägeln. Bis dann.
da bin ich wieder und blenden tue ich euch hier mit diesen super Mirror-Spiegel-glatten Holo-Nägeln. Das hat also super funktioniert. Ihr habt es gesehen. Man braucht nicht wirklich so viel. Man reibt es richtig gut ein. Und am Anfang habe ich gedacht, es bleiben hier ein paar Stellen von dem Untergrund. Aber man muss einfach nur ein bisschen einreiben, bis das richtig schön spiegelnd glänzend ist und ihr könnt den Holo sehen. Das ist also so ein super linearer Holo, hat einen super Effekt. Wir hatten hier, das ist der schwarze Untergrund, das ist der weiße Untergrund. Man sieht einen feinen Unterschied, ganz, ganz kleinen, feinen Unterschied sieht man schon. Das ist der blaue Untergrund, gefällt mir ehrlich gesagt am besten. Und hier haben wir den grauen Untergrund mit dem Farbwechsel. Das funktioniert jetzt natürlich logischerweise mit dem Chrompuder oben drüber nicht mehr großartig. Was meint ihr denn? Welcher Untergrund gefällt euch am besten? Und also, ich finde wirklich, das ist Hammer Holo. Schaut euch das an. Super schön, perfekt. Besser geht's nicht. Und dann haben wir hier den Virgin Collada. Da hatte ich schon gesagt, der hat einen leichten, die Glitterbasis ist leicht gelblich. Das sieht man dann also auf dem schwarzen Hintergrund, finde ich auch. Und auch auf dem weißen. Bei dem Schwarz, ja, weiß ich jetzt nicht so genau. Finde ich persönlich, mir gefällt der schwarze Hintergrund dafür jetzt nicht so gut. Aber ich finde es auf dem weißen, auf dem Kind of Wonderful finde ich es total schön und auch hier auf dem Grey Day. Und mit den beiden Lacken hier habe ich auch noch Nail Arts gemacht. Da habe ich noch ein bisschen was dazu gestempelt und den Glitter drüber. Die Bilder hänge ich euch hinten ran, also schaut euch die an. Auch hier würde mich interessieren, was meint ihr dazu? Ich habe also hier zwei Schichten von dem Glitterlack drauf gemacht. Und bei der zweiten Schicht habe ich dann auch von den größeren Glittern mehr hier drauf bekommen. Dann natürlich auch wieder ein No Vibe Topcoat drüber und das war's dann. So sieht's aus. Mir gefällt's wirklich sehr, sehr gut. Sehr schöner Lack für den Sommer. Deshalb ist es jetzt für mich auch kein Ding, dass der schwarze Lack hier so ein bisschen durch das Gelbliche natürlich sich die Farbe ein bisschen ändert. Aber hier Kind of Wonderful und Grey Day finde ich ganz, ganz toll. Das waren meine letzten zwei Produkte von Madame Glam für dieses Mal, für meine Lieferung. Alle Infos unten in der Videobeschreibung. Bitte dran denken, das anschauen. Und ansonsten war es das für heute. Falls ihr Fragen oder Kommentare habt, wie immer, gerne unten in der Kommentarbox eingeben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Ich würde mich super freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet nichts. Ihr verpasst dann keine meiner künftigen Videos. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Zeit, wo immer ihr auch seid. Und tata, bis zum nächsten Mal.